Hi, ihr Lieben da draußen. Heute ist mal wieder der Make-up-freie Tag, wie ihr es ja mittlerweile schon wisst. Ich und meine Aussprache wieder. Gott. Ich habe euch gestern erzählt, dass gestern die zweite Sleek-Palette hier angekommen ist. Die beiden habe ich gerade mit hier rübergenommen. Natürlich werde ich euch daran teilhaben lassen, welche es sind. Ich habe mir auf Amazon, finde ich für mich persönlich, welche der beiden hübschesten Sleek-Paletten ausgesucht. Aber da hat natürlich jeder seinen eigenen Geschmack. Ich kann euch auch zeigen, was ich das letzte Mal für eine Verpackung meinte. Und zwar meinte ich da sowas hier. Da war das Pinselset auch in so einer Verpackung drin. Und das war total so irgendwie so komisch geklebt. Und das Teil hier ist jetzt auch schon zerfetzt, das Lilane. Weil da die andere Sleek-Palette drin ist, hätte ich es nicht zerfetzt, hätte ich die Sleek-Palette nicht rausbekommen. Also Notwehr musste her. Da steht auch The Beauty Post drauf. Das finde ich richtig schön. Und dann halt meine Adresse. Meine Adresse müsst ihr nicht sehen. Nein. Nein, nein, nein. Meine Adresse interessiert euch nicht. Sleekmakeup.com, ja. Das ist die, ja, die ACID. ACID heißt die überhaupt so? Ich weiß das gar nicht. Palette, diese hier. Die ist noch eingepackt. Das ist die 570. Und da ist natürlich immer, wie ich das nervig finde, dieser Prospektboy. Und die Frau hier vorne, die erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Dynamit. Heißt sie Dynamit oder heißt sie Diamond? An die. Oh, wie heißt sie denn? An die Cindy. Heißt sie Cindy? Ich glaube schon, dass sie Cindy heißt. Das ist auch eine YouTuberin und die sieht da ein bisschen ähnlich. So ein klitzekleines bisschen sieht sie ihr ähnlich. Und ja, ist ja halt so abgebildet, so das Sleek-Make-up und das Blush, ein Highlighter, Lippenstift, Puder und ein Highlighting-Concealer. Die ganzen Produkte. Und das Teil habe ich jetzt zweimal. Also ich kann es ja mal, wenn ich irgendwie meine Verlosung auflöse, kann ich ja eins davon mit da reinpacken. Dann kann der Abonnent, der das von mir gewinnt, da ja mal vorbeischauen. Falls ihr noch nicht mit Sleek Erfahrungen gesammelt habt. Falls doch, könnt ihr mir ja hier drunter schreiben, welche Sleek-Produkte ihr habt und was eure absolute Sleek-Palette ist und was ihr bevorzugen würdet. Jetzt komme ich wieder. Ich hoffe, ich ramme nicht wieder das Teil in den Nagel. Oh, ah, es geht. Und zwar ist das ist da ein bisschen gelb dran, egal. Ist das mit so einem langen Applikator? So einen schwarzen, da sind so zwei Stück dran. Kennt ihr ja sicherlich. Ist ja heutzutage bei fast jedem Lidschatten dabei. Und das ist so eine Farbe. Also, das ist so eine Farbpalette, wo so quietschbunte Farben bei sind. Und ja. Würde ich mal sagen, ich fange mal an, die für euch zu swatchen. So sieht dieser Rotton schon mal aus. Und das ist auch, dass das Muster bleibt. Also das Muster geht bei mir nicht weg. Ich habe das mal bei einer YouTuberin gesehen, die hatte
hier Neongelb. Hihihi. Hatte auch so eine Sleek-Palette gehabt, wie ich jetzt hab. Und da ist das Muster bei der weggegangen. Aber irgendwie weiß ich nicht, was die damit angestellt hatte. Das Orange ist auch schön knallig. Also das sind richtig schöne, knallige Farben. Kann ich mir sehr gut für ein schönes, buntes Abendamu vorstellen. Das Blau gefällt mir persönlich sehr gut. Also es ist richtig, richtig kräftig. Jetzt muss ich gleich nur gucken, wie ich meine Finger wieder sauber kriege. Weil ich will auch nicht immer da reindutschen. Das mache ich mal ganz schnell. Ich hole mir mal eben ein Papiertuch. Typisch ich wieder, total unvorbereitet vor der Cam. So wie immer. Ja, das Gute ist auch, das geht Gott sei Dank mit dem Taschentuch ganz schnell wieder ab. Weil sonst hätte ich echt ein Problem. Dann kommt jetzt dieser Blauton dran. Oh, richtig kräftig. Der Lila-Ton noch dran. Also ich mache gleich auch ein bisschen schnell für euch, ne, dass ihr ja, dass ihr gleich halt die andere Palette auch noch sehen könnt. Dass ich mich jetzt halt nicht nur hier mit der einen befasse. Ja, ein Pistaziengrün habe ich auch noch nie gesehen. Switch ich hier. Ein schönes Pink. Das ist so das perfekte Pink für Karneval irgendwie. Das passt richtig gut zum Thema Karneval. Ja, ich hätte mich gerne damit zu Karneval geschminkt mit der Palette, aber das hat nicht geklappt, weil die Palette dann noch nicht hier war. Das ist auch so Neongrün. Das Grau gefällt mir auch gut. Und das Schwarz ist auch gut. Okay. So. Da seht ihr welche von den Farben. Und dann da. Ich habe alle geswatcht. Alle Farben sind da. Ja. Ich darf gleich gucken, wie ich meinen Arm wieder sauber kriege, aber ich kriege das schon hin. Notfalls habe ich noch Reinigungstücher, die das entfernen. Ja. Das war auf jeden Fall schon mal die erste Sleek-Palette. Das war die, die gestern angekommen ist. Auf die ich so lange warten musste. Das finde ich ein bisschen dumm. Und jetzt kommen wir zu der zweiten. Also die Pigmentierung von der Sleek-Palette hier, die war gut. Jetzt kommen wir zu der zweiten. Das ist die The Original 594. Ist auch wieder so eingepackt. Da ist auch wieder der Prospekt mit bei, den kenne ich ja schon. Jetzt darf ich wieder kämpfen. Oh. Ah. Ja, da seht ihr hier halt so die schönen Töne. Sind halt richtig schöne Töne. Ein Goldton, ein Schwarzton, ein etwas dunklerer, ein, würde ich jetzt mal so sagen, Roséton. Ein Gelbton, dann ist da ein etwas dunklerer Goldton, dann ein Hellblau, ein Türkis und noch ganz, ganz viele andere Farben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch die auch noch swatche, aber mache ich lieber nicht, weil sonst komme ich da überhaupt heute gar nicht mehr weg. Eine von den Sleek-Paletten, das war die andere, die hat mich insgesamt 17,22 € gekostet.
Eigentlich nur 11 Euro noch was, aber da sind noch irgendwie, glaube ich, irgendwelche Versandkosten sind da noch drauf gekommen. Aber ich kann euch ja mal sagen, wie teuer die war, weil ich habe ja hier meinen Lieferschein dabei liegen. Ich bin da nicht dumm. €9,99 hätte die eine Sleek-Palette gekostet. Die ACID. Aber dadurch, dass da 7,23 € Versand drauf waren, hat sie 17,22 € für mich gekostet. Finde ich aber auch noch akzeptabel. Also kann man mit leben. Die andere hat mich. Das Affenlieferschein bei, ja, die kam total anders verpackt, weil da das ja von den ganzen anderen Firmen hier ankam. Weil da das hier von den ganzen anderen Firmen ankam. Ich und mein Deutsch heute wieder, ist wieder unter aller Sau. Die wie The Original ist das, genau. Die hat mich 8,99 € gekostet. Also sie war billiger als die andere und hat nur 2,77 € Versand gehabt. Also, was lernen wir das raus? Nicht jeder Anbieter hat den gleichen Versandpreis. Nein, nein, nein. Ja, meine Lieben, das waren jetzt meine Sleek-Paletten. Hallo? Geht's noch? Ich wollte nicht vor der Cam abkratzen. So, alles wieder gut, Leute. Keine Panik. Nee, das waren soweit halt meine Sleek-Paletten. Ich habe mich die ganze Zeit tierisch auf sie gefreut. Bin jetzt auch endlich froh, dass sie angekommen sind und dass sie den weiten Weg zu mir geschafft haben. Soweit war es das heute auch mal wieder von mir und ich würde euch einfach noch einen restlichen schönen Sonntag wünschen und würde sagen, wir sehen uns einfach und ja, macht's gut und ciao.